Es gibt Dinge, die kannst du dir echt nicht ausdenken. Ein Flacherdler nutzt auf seinem Handy eine App namens Flat Earth, welche in der üblichen Flacherddarstellung die Position einiger wichtiger Himmelskörper anzeigt. In der kostenfreien Version sind das Sonne, Mond und Venus. Da das in der App ja jetzt alles offenbar so schön funktioniert, ist das für ihn natürlich der Beweis, dass diese App die flache Erde bestätigt und den Globus widerlegt. Insbesondere auch deswegen, da hier im Beispiel die Venus auch noch kurz nach Mitternacht zu sehen war, was seiner Meinung nach auf einer Kugelerde unmöglich sei. Es gibt allerdings zwei pikante Details, die im Endeffekt reinste Realsatire sind. Zunächst einmal achte man auf die angezeigten Höhenwinkel der Himmelskörper in der App. Diese können übrigens auch kurzzeitig mal negativ werden. Ja, da fragt man sich dann schon, wie das sein kann auf einer Flacherde. Ja, buddelt sich die Venus da in die Erde ein oder wie? Aber viel schöner ist ja, dass die angezeigten Werte praktisch identisch sind mit Stellarium. Einer heliozentrischen Simulation. Ja, wie geht das denn? Die angezeigte Höhe der Venus über dem Horizont stimmt überein. Rund 45 Grad. Und bei der Sonne ist es ebenfalls hinreichend genau. Rund 4 Grad und ein bisschen. Man kann beide sogar mal synchron laufen lassen. Und abgesehen von der unterschiedlichen Darstellung sind die angezeigten Positionen der Himmelskörper über die gesamte Zeit hinweg identisch. In Stellarium sieht man nur die reale Bewegung am Himmel deutlich besser. Just im Moment des Sonnenuntergangs verschwindet die orangene Linie auf der Flachkarte, während die Venus noch für ein paar Stunden am Himmel stand. Hier auch mit eingezeichneter Umlaufbahn um die Sonne. Und mit dem Untergang der Venus um kurz nach Mitternacht, übrigens in Sommerzeit, wird auch die Markierung in der App ausgeblendet. Es ist eine exakte Übereinstimmung, denn die App benutzt Daten, welche auf Kugelerde und Heliozentrik basieren. Sie malt es lediglich über einer Flacherde auf. Und damit kommen wir zum zweiten Funfact, denn dieselbe App, welche die flache Erde darstellt, kann diese quasi im gleichen Atemzug komplett widerlegen. Wie geil ist das denn? Man braucht nur mal zur selben Uhrzeit mehrere verschiedene Orte auf der Erde zu überlagern und sich anzuschauen, wo dann jeweils Sonne und Mond stehen. Schon bei der Sonne wird das offenbar schwierig, denn der Schnittpunkt der beiden orangenen Linien liegt tausende Kilometer außerhalb des Eisrings. Aber damit noch nicht genug. Denn was zum Geier macht der Mond denn da? Haben wir mehrere Monde oder wie kann es sein, dass die weißen Linien kreuz und quer verlaufen, sich aber in keinem gemeinsamen Punkt schneiden? Und ja, die durch die Linien angedeuteten Himmelsrichtungen sind absolut korrekt, nur halt abermals basierend auf der Kugelerde. Auf der flachen Erde ergeben diese Richtungen schlichtweg keinen Sinn. Es funktioniert nicht. Projiziert man die Karte hingegen wieder auf einen Globus, ja, dann sieht das schon anders aus. Natürlich darf man sich die Markierung nicht als auf der Kugel festgeklebt vorstellen, sondern in die Tiefe des Raumes zeigen. Hier also weit nach links aus dem Bildschirm oder aber in Richtung des Beobachters. Also mal kurz zusammengefasst, eine flache Erde-App mit dem Namen Flat Earth bestätigt also mit Hilfe heliozentrischer Daten, dass eben diese flache Erde in der Realität unmöglich funktionieren kann. Und die Flacherdler selbst merken es nicht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Als wäre das nicht genug, geht der Spaß noch weiter. Denn unser flacher Freund benutzt noch eine zweite App, mit welcher er auf der Jagd nach GPS-Sendern ist und damit belegen möchte, dass GPS von stationären Antennenmasten abgestrahlt wird. So, weiter geht's mit den Masten. Nummer 12 gefunden vor mir. Einen Moment. Einmal lasse ich die Kamera einschalten. Steht genau vor mir. Exakt vor mir. Hier nochmal Bilder, die ich gerade eben geschossen habe, dass man erkennt, was ich meine. Die Teile da oben sind für GPS. Danke Zug, viel Spaß euch beim Suchen. Es ist ganz leicht. Nummer 12 also, okay. Wollen wir wetten, dass da ein paar Stunden später keine 12 mehr steht? Du musst nämlich aufpassen, dass dir der Antennenmast nicht wegrennt. Die sind richtig fix, die Dinger. Ich habe mir mal die gleiche App runtergeladen und einfach mal ein paar Stunden laufen lassen. Man sieht deutlich, dass kein einziger Punkt stillsteht,
denn keiner davon repräsentiert einen stationären Antennenmast. Es sind Satelliten und die bewegen sich zweimal am Tag um die gesamte Erde. Auch hier schießt sich der Flacherdler also selbst ins Knie und merkt es nicht, sondern lädt stattdessen lieber nochmal nach. Ja, kann man so machen.